Hi Internet, alles klar! Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Assassin's Creed aus dem Jahre 2007. Entwickelt von Ubisoft Montreal in Montreal, Kanada und herausgegeben von Ubisoft in Paris, France. Und ich hoffe, ihr habt relaxes Licht an, bewegt euch in die Horizontale, setzt die Kopfhörer auf für das beste Erlebnis und habt noch was zu essen zu trinken dabei. Wir machen weiter. Wir sind hier bei unserem fünften Attentat. Ich habe wieder ein bisschen Pause machen müssen zum Aufnehmen. Aber ich glaube, ich komme inzwischen auch relativ schnell wieder hier rein. Und ich habe gerade geladen, das ist mein Safe-Stand sozusagen, und der bringt mich dann, wenn ich das verlasse, das Spiel, weil ich irgendwann mal aufhören muss aufzunehmen, wieder hier ins Assassinenbüro im Poor District allerdings von Akon, wo wir gerade sind. Wir sind auf dem Weg zu unserem fünften Attentat. Es geht um William of Montferrat, glaube ich. Das gucken wir uns mal eben an. Damascus, Mission complete. Ja, das war im Rich District, glaube ich, von Damascus, wenn ich mich richtig erinnere. Das war mit dem Merchant King. Kann man leider nicht direkt anwählen. So, und Rich District, genau, da seht ihr es nochmal. Und wir sind jetzt hier. Bei den letzten beiden kann man das immer sehen, weil da steht schon mal vorgegeben, Rich District. Wir sind im Rich District of Akon und ich habe schon alles hier aufgedeckt. Ich habe auch alle Citizens gesaved, sodass wir diese ganzen Helfer schon auf der Fläche haben, in der Stadt verteilt. Unsere Leute, unsere wohlgesonnenen Helfer der Bevölkerung. Und ich habe alle Viewpoints gescaled und jetzt machen wir uns daran. Ich will nichts weiter machen, als jetzt die Investigations eins nach dem anderen abklappern. Und es gibt mehrere hier mit einem I drin. Es gibt einmal jemanden hauen und dann gibt es nochmal eine Investigation. Ich würde mir wünschen, die immer in der Reihenfolge zu machen, wie sie hier auch vorgegeben sind. Ist aber nicht so ganz einfach, weil die Icons sind manchmal doppelt belegt. Aber man sieht im Hintergrund auch, um welchen Typen es sich handelt. Das ist eine Infirmor-Challenge, also hier ist irgendeiner, der schon zum Assassinen-Clan gehört und der scheint vor so einer Art, ja, das sind viele Stände, ein Portikus oder sowas, ein Dekor-Portikus auf einer Wand hinter ihm, Palmen daneben. Wir gucken mal, ob wir diesen Informanten finden. Das muss jetzt hier einer von den Challenges sein, nehme ich an. Genau. Es gibt Informer Flag Challenge, Informer Archer Stealth Assassination Challenge. Wow, was für ein langer Begriff. Informer Assassination Challenge. Wir gucken uns mal an, ob das der vielleicht damit gemeint ist. Und wir bewegen uns zu dem hier. Ich muss auf jeden Fall mich wieder runterrichten und in diese Richtung gucken. Hier ist der Rich District. Ich weiß inzwischen, das liegt an der großen Kathedrale, die ich wiedererkennen werde. Da hinten irgendwo wird die Festung sein, die wir auch schon in einem der letzten Parts uns angeguckt haben. Okay, wir bewegen uns in die Richtung des Rich District. Oh, schaffen wir den Sprung da? Komm schon. Jawohl, nein, nicht. Alles klar. Und hier mal rüber. Irgendwo Wachen hier gerade. Nicht, dass ich sehen könnte. Hier ist ein Bekloppter unten. Okay, sehr gut. Gut festgehalten. Alter hier, alter Mann. Okay, wo war denn der nächste Typ? Oh, ich muss mich noch viel weiter rechts halten. Wir folgen einfach der Häuserzeile und dann müssten wir auch schon fast den Typen treffen. Ach ja, hier war dieser komische Turm mittendrin, der stark bewacht worden war, wenn ich mich richtig erinnere. Leave, peasant. Oh, doch nicht. I make you. Das war eine Kirche dann eher, scheinbar. This place is restricted. Be gone. Ja, kein Problem, ich bin weg. Keiner dürfte mich sehen. Und hier muss eigentlich die Informer-Challenge sein. Nicht weit entfernt von mir. Also, alles klar, machen wir uns mal die erste Informer-Challenge. Ja, super, wofür ist denn der Heuhaufen hier oben? Das traf ich jetzt noch nicht so ganz, aber zum Verstecken halb am Ende. Da ist er. What in God's name is he? I'm sorry. Nein, nein, das war nicht, nicht gemeint. Oh mein Gott. Okay, ging glaube ich gerade nochmal gut, schnell verstecken. Wo ist der Informer? Hier bitte. Ich bin schon wieder falsch gerade. Ich muss irgendwie wieder zurück auf jeden Fall. Da ist er. Das ist aber nicht der, den ich suche, glaube ich, ehrlich gesagt. Lass mal gucken.
Ich glaube nicht. Das ist dann vermutlich eine andere V-Man-Challenge. Und ich möchte die aber der Reihe nach durchgehen. Schaut mal hier, hier im Hintergrund, da kennt man das auf dem Bild noch. Und das wird vermutlich dann eher der sein. Kann das der sein? Nein, das wird er nicht sein, glaube ich. Es muss einem I sein, auf jeden Fall. Obwohl, das ist er auch am Ende. Also, ich achte auf das Symbol hier, weil das auf der Karte wieder angegeben ist. Die sind eindeutig identifizierbar. Die sind nicht so eindeutig identifizierbar. Bei dem Hintergrund sieht man aber, dass da irgendwie viel mehr Platz ist und auch ein Tor. Das ist der nicht, der steht, den ich hier gerade habe. Der steht direkt vor einer Art... vor einer Art Wand. Okay, das ist auch noch eine Form wahrscheinlich. Also, ich würde mal sagen, zwischen 1 und 2. Und ich glaube, das ist der hier, wenn mich alles täuscht. Und der muss ein anderer sein. Der steht eher von der freien Fläche. Also, gucken wir mal, ob man den hier findet. Weil ich die Reihenfolge nachmachen möchte, einfach. Gucken wir uns einfach mal das hier an. Ob es das dann am Ende sein sollte. Ich muss in die Richtung rennen. Und erstmal der Mauer folgen. You hurt someone. I wonder what scared him. Hier sind die Vigilants schon. Einfach dem Weg folgen und dann links abknicken. A few coins, all I ask for is but a few coins. I don't have any coins for you, lady. Get away, please. Hier runter, würde ich sagen. No, please, don't leave like this. Just a few coins, please. Oder hier runter. He's gonna hit someone running at that speed. Das ist er. Das ist, glaube ich, der Nummer 1. Und gucken wir nochmal eben nach. Der steht hier ziemlich nah. Nein, das ist er nicht. Verdammt. Auch nicht. Jetzt wird es langsam blöd. Dann würde ich vorschlagen, gucken wir uns den hier mal an. Einer von den beiden wird es dann wohl sein, nehme ich an. Es wird aber echt kompliziert auf einmal gerade. Hoffentlich raff ich das noch. Also, dann jetzt einfach mal den Weg folgen, runter und dann der Mauer entlang halten. Hier geht's gar nicht weiter, glaube ich. Gut, ich könnte den Umweg nehmen. Weiter. What's got him? Is he running from someone? No, I'm not running from someone. What's got him? I'm just making my morning fitness routine. Don't do that. Rechtzeitig. What's that one running from? Und da ist auch schon der Informer. Noch ein bisschen weiter rechts halten. We came in peace to the Holy Land to spread the message of our Lord, but they turned away. Kann das der jetzt sein eigentlich? Ich hoffe mal, ja. Nee, eigentlich waren da mehr Palmen noch in der Nähe. Den ich suche. Oh mein Gott, das ist gerade unnötig. Viel Quatschen, der rumgerennt, aber egal. Der steht vor Teppichen auf jeden Fall. Und ich suche eher so einen. Ich glaube nicht, dass das der ist. Also müsste das der letzte sein. Der hier. Gucken wir uns den nochmal eben an. Wir müssen einfach nur hier weiter und dann gleich rechts rein. Hier, glaube ich. Jawohl, das könnte er sein, oder? Nein, das ist aber auch nicht. Verdammt! Okay, dann habe ich jetzt die Schnauze voll und ich mache einfach mal weiter. Dann nehmen wir uns den Format einfach mal. Was ist das für eine Challenge? Das ist die... Na, zeig's mir. Komm, Baby. Flag Challenge. Okay, egal. Back again, Altair. Always in need of a hand to do your dirty work. This time, Al-Mu'alim did not order anything. It is just for my own pleasure that I ask you to find some Masiya flags I've hidden in Richard's district. Since I am a loyal assassin unlike others, I will tell you what people are saying in Akka. It is important information. But this time, try to come back to me faster than the first time. Was soll das heißen? Hab ich das schon mal gemacht, oder was? Also, Nummer 1. Nummer 2. Oh nein, schon direkt gefailt. Boah, Leute, warum hängt ihr hier gerade in euren Kisten um? Wollt ihr mich verarschen? Nein, was mache ich denn? Alter, krieg ich das nicht gebacken darauf? No! Was ist denn los?
What's he doing? Oh mein Gott, ist das peinlich. Okay, alles klar. Ich verstehe. Muss auch nicht unbedingt sein. Dann gehe ich halt hier lang. Aber jetzt sollte es besser klappen. Oh mein Gott, das muss ich auch noch mal üben. Oh mein Gott. Okay, das muss ich irgendwie noch mal besser hinkriegen. Das direkt weiter schwingen. Wenigstens ist der Weg relativ einfach zu finden. Nein, komm, geh doch da hoch, Alter. Nein. Boah, Alter, ja, du machst mich gerade echt krank. Nein, Alter, ja. Ich glaube, den muss ich nochmal machen, leider. Oh, okay, ich habe alle Flaggen, das ist schon mal schön. Nichts passiert, Leute. Alles gut. Ich habe es doch noch geschafft. Unglaublich. Your hard work is changing my opinion of you. Here is what I know about William of Montferrat. He and Richard had a disagreement before the king left for Jaffa. Since then, William stays in his citadel, surrounded by his army. Do you have what it takes to attack him in this protected environment? Alles klar. We'll see, but I am still doubtful. Das war die erste sogar, war richtig, alles klar, war nicht schlecht. Also, ich habe jetzt gelernt, dass der erste Tipp, den ich bekommen habe, war William of Montferrat. Das ist mein Attentatsziel und der befindet sich in seiner Festung hier. Und in seiner Citadel. Das wird also hier unten ganz im Südwesten vom Rich District sein. Dann gucken wir jetzt mal weiter. Was war die nächste Informer-Challenge, die wir hatten? Die nächste ist wieder eine Info. Und der Typ müsste dann ziemlich nah vor der Mauer stehen. Ich glaube, das war dann der am Anfang, meine ich, den ich als erstes hatte. Also wieder viel Gerenner durch die halbe Stadt. Ich glaube, ich muss ungefähr in die Richtung halten, denke ich. Bin ich richtig? Auf jeden Fall. Einmal um die Kathedrale rum und dann oben den Weg rausnehmen und dann dem erstmal folgen. Remain fixed in your beliefs, though the road is long and your trials many. Oben den Weg raus und dem erstmal folgen. Und jetzt rechts halten am besten. Links und wieder rechts. Oh, die ganzen Bekloppten hier immer. Ich gehe jetzt hier rechts. Boah. Why is he such a... Das war die Straße der Verrückten auf jeden Fall. Da, das müsste jetzt aber der sein, der zweite, hoffe ich mal. Oh Gott, don't kill me! Oh. It's you, Altair. Alter. You scared me. Richard's men are after me. Two of them, to be exact. I was trying to strike a deal with them, but I realized that they were toying with me, so I ran away. You shall be the angel of death and collect their heads before they collect mine. I'm angel when of death. When it is done, I shall tell you of the deal. Alles klar. Seth is not all target and return to inform about being exposed. Should eigentlich not be a problem. Without being exposed könnte für mich immer ein Problem sein, aber mal gucken. Also, wir gehen erstmal hier durch, hier runter, ist schon richtig. Ich glaube, hier lang. Sorry. Hier rechts. Ist das Ziel? Das war schlecht. Aber das ist das Ziel. Okay.
Den ersten haben wir schon mal. Alles klar. Geht doch easier, als ich dachte. Und hier lang. Hier rechts. Damn fool. What's he running from? Not if you're business. Bin ich da richtig? Nein, absolut falsch. Kann ich irgendwo rechts rein? Boah, muss ich einen größeren Umweg wählen, glaube ich. Hier lang. Und ich glaube, die Straße sollte es sein. Hier rein. He seems to be in a hurry. Nein, noch nicht ganz. Ich bin leider wieder zu weit gelatscht. My good people, your search has come to an end. Also, wir müssen schon irgendwo hier sein, eigentlich. Oh, lass mich durch, Frau, bitte. Also, ich denke mal, hier ist er irgendwo, eigentlich. Auf der Rückseite. Oh, oh. Wo kann er denn sein? Das ist der da vorne gewesen. Hier hinten wäre eine schöne Gelegenheit gewesen, ehrlich gesagt. Das ist mein Ziel, oder? Boah, die Leute sind aber ziemlich pöbelhaft hier im Rich District. Was machst du denn im Rich District, wenn du poor und hungry bist? Okay, hier ist auf jeden Fall keine gute Position. Aber jetzt gleich habe ich ihn. Okay, wenn jetzt schon keiner mehr da ist, dann mache ich das Ganze schnell zu Ende. Und weg hier. Okay, so geht man mit den Leuten um. Und dann wieder zurück zu meinem Former. Nein, komm, mach keinen Scheiß hier, Alter, ihr bitte. Du musst nicht jede kleine Wand erklimmen, die in deiner Nähe ist. What a relief it is to know that I am safe. Yeah, you are safe. Thank you, Master. I tried to make a deal with the Citadel guards to leave the gates open, even when the alarm sounds. I failed you. So now, your only escape from Richard's Citadel will be to climb the fortress walls. Forgive me. Alles klar. Der hat mir gerade erzählt, dass er eigentlich versucht hat, einen Deal mit den Wachen zu machen von Williams Festung. Und hat aber nicht geklappt. Und das heißt, ich werde auf jeden Fall, wenn ich entkommen muss, nachdem ich ihn umgebracht habe, werde ich über die Mauern klettern müssen, leider. Wenn ich ihn erstmal umgebracht habe und der große Alarm losgeht. Mal gucken, war das der nächste? Nein, das war leider nicht die zweite, wie ich mir dachte. Hier gibt es immer ein Attachment. Also, es gibt auf jeden Fall eine Menge Leitern hier. Das ist dann Williams Fortress. Und eine Möglichkeit wäre hier im... Mal gucken, welche Richtung es eigentlich. Der runde Turm und ein eckiger Turm müssen auf der oberen Seite sein. Und das Ganze sieht hier auf der Karte tatsächlich so aus. Hier ist der runde Turm, dann muss hier der eckige Turm sein. Und ich sollte am besten hier irgendwo hochklettern, dann hier entlang, hier nochmal eine Leiter und dann kann ich hier heraus, meint er zumindest mir. Beim ersten Informer gab es, glaube ich, keine Attachment, oder? Das war nur die Info, dass der in seinem... Okay. William retreats to the back of his citadel whenever challenged by King Richard's authority. The precarious relationship between the two men seems to have spread to their own hosts, causing no small amount of tension. I suspect William's citadel to be densely populated with men loyal to him alone. Alles klar. At the first sign of trouble, the citadel's gate will close. Should this happen, the only way for me to escape will be to climb the fortress walls. Okay, wir versuchen uns an die nächste Investigation zu schnappen. Das muss wieder eine Informer-Challenge sein, also mit einem I einfach nur. Dann gibt es noch das Herausprügeln-Information. Und das ist dann die Archon-Informer-Challenge, die müsste ich jetzt auch checken und kapieren. Und dann gibt es nochmal die Pickpocket-Challenge. Also, nochmal eine Informer-Challenge, das wird dann, die nächste wird dann die hier sein. Da werde ich hin müssen. Informer Merchant Stand Destruction Challenge. Aber das sehen wir uns im nächsten Part an und ich danke euch fürs Zusehen und ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Part von Assassin's Creed aus dem Jahr 2006, 2007. Bye, vielen Dank, ciao.